Grüß Gott. Grüß Gott. Eine kleine Figur aus Holz, so wie es aussieht, farbig bemalt. Haben Sie eine Geschichte für uns? Wo kommt die her? Aus Oberbayern, beziehungsweise ich war vor 40 Jahren einmal auf dem Weg zum Fußballtraining abends. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt und dann bin ich an einem Antiquitätengeschäft in Altötting vorbeigekommen. Okay. Und da habe ich dann reingeschaut und dann habe ich festgestellt, da steht eine Figur drin, die mir unheimlich gefällt. Das war natürlich schon geschlossen und darum bin ich am nächsten Tag nochmal hin. Aha. Und dann habe ich die erstanden. Wie lange ist das her? 40 Jahre. 40 Jahre. Darf ich fragen, was Sie damals bezahlen mussten? 1200 Mark hätte er verlangt. Mhm. Und weil da eine ganze Menge Finger fehlen, habe ich den auf 900 Mark runtergehandelt. Ja, genau. Das so macht man das. Das macht man so, genau. Ich finde es klasse, weil das eine der ganz seltenen Verbindungen von Sport und Kunst ist. Wenn man auf dem Weg zum Fußballtraining Kunst kauft, das ist unschlagbar. Da kann man nichts falsch machen. Es ist ja auch eine ganz athletische Figur. Wir haben es mit Christus zu tun, der sich uns als der Auferstandene zeigt. Christus, der voranschreitet, eine Hand nach oben streckt, nach dem Himmel weisend, dem Vater, dort, wo er dann hingehen wird als Auferstandener, der ein wallendes Gewand um seinen Leib trägt, aber so, dass man die Seitenwunde sieht, dass man auch diesen athletischen Brustkorb sieht, aber die ganze Figur in ihrer Bewegung, im Voranschreiten noch mal mehr unterstützt. Also außerordentlich dynamisch. Das macht vielleicht den Reiz, diesen spannungsvollen Reiz dieser kleinen Holzskulptur aus. Sie ist ja ausladend, diese Gewandung nach allen Seiten. Und er steht oder schreitet nicht nur, sondern er setzt seinen Fuß ja auch auf die Schlange, die hier wieder den Apfel im Maul hält. Also das alte Symbol des Satans vom Sündenfall her. Christus, der den Tod und den Teufel überwindet. In der Osterzeit singen wir das schöne alte Lied, Preis dir, dem Todesüberwinder. Genau das ist hier dargestellt, der Tod und Sünde in seiner Auferstehung, Kreuzigung und Auferstehung überwunden hat und das jetzt in einer wunderbaren Art und Weise sicherlich für die private Andacht gezeigt hat, denn das war ein Figürchen, um den man sich einen Schrein vorstellen muss. Ein kleines Haushalttier. Genau. Und das ist auch der Grund, dass die Bemalung eigentlich in so einem großartigen Zustand ist. Das, was wir jetzt hier haben, natürlich, die Vergoldung ist etwas berieben, auch die Fleischteile sind etwas berieben. Was ganz toll ist und was man gerade in Plastiken des 18. Jahrhunderts findet, wir haben, glaube ich, über die Datierung noch nicht gesprochen, holen wir noch nach, diese sogenannte Lüsterfassung. Eine Lüsterfassung ist eine Metallunterlage und darauf wird ein durchsichtiger Lack, manchmal rot, manchmal blau, manchmal grün gemacht und dadurch leuchtet der so metallig. Das ist was ganz Besonderes und vor allem, dass man das noch in dieser Schönheit so sieht. Genau. Und das Stichwort 18. Jahrhundert ist das, was Sie interessiert. Mhm. Wo lokalisieren wir das Stück hin? Wo ist es zu datieren? In seiner ganzen Ausstrahlung ist diese kleine Skulptur mindestens in den Umkreis, vielleicht sogar in die Werkstatt eines Meisters zu stellen und zu datieren, der einen großen Teil seines Lebens in Landshut verbracht hat. Ah ja, Wahnsinn. Der kommt eigentlich aus Griesbach, also Bayer durch und durch, hat in Salzburg teilweise Ausbildung genossen, in Augsburg Ausbildung genossen, war dann in München, war dort Geselle bei Straub, einem der großen Spätbarock-Rokoko-klassizistischen Künstler und geht 1755 nach Landshut, wo er eine riesige Werkstatt offenbar gehabt haben muss und ganze Teile von Nieder- und Oberbayern beliefert, Kirchenausstattungen. Den nennen wir Christian Johann, den Älteren. Es gibt noch einen, den Jüngeren. Christian Johann ist der, der so an der Wende Spätbarock, Rokoko, früher Klassizismus. Er stirbt 1804. Wenn Sie mal nach Landshut kommen, in der Heiliggeistkirche, ein riesiger Apostelzyklus an den Pfeilern. Vor 10 Jahren hat es eine große Ausstellung zu ihm gegeben. Und wir kommen hier, wie gesagt, in seinen Umkreis, vielleicht sogar in seine Werkstatt selber. Ich würde denken, so in die 1780er Jahre. So ist es. Vom Preis her müssen wir natürlich auch bewerten. Sie haben recht, die Finger sind weg. Die haben es ja damals nicht zahlen müssen. Dafür kriegen wir heute auch kein Geld. Aber
Sie haben einen sehr guten Einkauf gemacht. Ich würde sicher denken, mit der Geschichte drumherum, einen Preis 2.500 bis 3.000 Euro ist er in jedem Fall wert. Haben Sie ein gutes Geschäft gemacht. Gut. Freut mich sehr. Vielen Dank, dass Sie es uns gezeigt haben. Herzlichen Dank. Die Auferstehung auch. Wiederschauen.